So, Hallöchen, da sind wir wieder und machen genau an derselben Stelle weiter. Willkommen hier bei Let's Fetz Let's Play. Erster Akt, das Ende einer hässlichen Gier. Und ja, wusste ich's doch, dass ein CGI kommt. Deswegen haben wir letzte Folge da aufgehört. Jetzt mit einer schönen Videosequenz anfangen. Machen wir mal hier den Sound im Spiel für euch etwas lauter. Ne, muss man nicht. Oh, das ist alles. Ist ja fast schon enttäuschend. Mini-Clip nur. Wenigstens ein Clip. Kuja, du törichter Kerl. Ich habe dich schon längst beim Baumliefers erwartet. Übrig bist nur noch du. Wenn ich mit dir fertig bin, dann wird die Welt mir gehören. Ja, schon ein bisschen wahnsinnig, die Frau geworden, hm? Aber ich habe deinen Beitrag zu meinem Erfolg nicht vergessen. Und zum Dank werde ich dir die volle Ladung servieren. Einen riesen Kanonen da vor dir, oder was? An die gesamte Flotte. Die Schwarzmagier sollen beginnen, ihre gesamte Magie zu konzentrieren. Lasst Kuja noch ein wenig in der Luft tanzen und dann feuert, was das Zeug hält. Soldaten höheren Ranges. Befehl, Ihre Majestät, alle Magier sofort damit beginnen, ihre gesamte Magie zu konzentrieren. Ich meine, das ist Sammeln. Das, was Vivi im Kampf auch kann. Sammeln. Oh nein, aber warum? Ah, deine Mama scheint sich mit einem Kontinent wohl nicht zufrieden zu geben. Ihre Hässlichkeit und ihre Dummheit lässt mich beinahe in Tränen ausbrechen. Aber es verläuft genau so, wie ich es erwartet habe. Was meinst du damit? Das wahre Schauspiel beginnt erst jetzt. Schaut es euch an und genießt es. So einfach lassen wir dich nicht davonkommen. Neuer Nebel wird nicht mehr ausgestoßen. Aber es gibt noch jede Menge in den Höhlen und den Wäldern. Na und? Deswegen kann ich mit meiner Magie immer noch Monster erschaffen. Erwacht, meine liebe Bestia. Konnte ich nicht selber klicken. Bestien. Könnte auch gesagt haben. Das sind ja skurrile Viecher. Aber ich nehme an, das sind keine Endbosse, oder? Was kann der denn hier? Gegner wird mit Gil bombardiert. Nee, ich möchte meinen Gil behalten. Dankeschön. Schlagen wir einfach mal normal zu, gucken, was er so abzieht. Sie ruft mal Fenrir. Oh, die haben nicht so viel Leben. Könnte Fenrir schon ein bisschen die Verschwendung sein. Einfach normal angreifen, reicht bei den Viechern wohl. Egal, Groll der Natur, hier hast du es mal. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass der auch klauen kann. Kann er aber gar nicht, der kann werfen. Ach du Schreck. Wann soll ich meine Gegenstände werfen? Nee, danke. Enigma, bestimmt ganz viele verschiedene Fertigkeiten dabei. Ich hatte, glaube ich, Chakra mal im Kopf oder so. So ein paar mönchartige Fertigkeiten konnte der lernen. Aber das? Meine Gegenstände werfen? Nee, danke. Vielleicht gibt es irgendeinen Megatrick für einmal maximal abziehen beim letzten geheimen Endboss, wo man danach eh nichts mehr braucht oder so. Ein Kampf zwischen Gegnern. Warten wir, wer als Sieger hervorgeht? Oder kümmern uns dann um diesen? Und das wird wohl Kuja sein. Was meinst du mit... Klar, wir haben nur die ganze Zeit mit Kuja gesprochen. Achso, du meinst der Sieger. Du törichtes Weib, Brane. Gegen die Monster aus dem Nebel sind wohl auch deine ach so grandiosen Kanonen machtlos. Aber wie töricht du auch sein magst, du solltest wissen, dass es nunmehr nur einen Ausweg für dich gibt.
Du begriffsstutziges Weib, was brauchst du so lange? Dann muss ich mich wohl selbst bemühen. Ich werde hinabsteigen und mich dir opfern. Dann wirst du mich gar nicht mehr verfehlen können. Runter, Silberdrache. Okay, was ist sein Ziel? Will er, dass sie beschwört oder so? Ganz verwerfen, was Mahagon gesagt hat, kann man nicht. Wir sollten uns erstmal zurückziehen, bevor wir auch was abkriegen. Ja, okay. Nein, ich kann nicht. Ich kann Mutter nicht alleine lassen. Sie ist in Gefahr. Ja, aber ihr wollt dich doch umbringen. Lili? Zidane, ich muss Mutter helfen. Warum? Aber wieso denn, Lili? Sie hat dir deine Bestia entrissen und auf dem gesamten Kontinent einen Krieg entfacht. Ich weiß, aber trotzdem kann ich sie doch nicht einfach sterben lassen. Sie sorgt sich nicht das kleinste bisschen um dein Wohl, wozu also? Sowas ist keine Mutter. Aber für mich ist sie eben doch eine Mutter. Auch wenn du das nicht verstehst, Zidane. Ja, wer weiß, wie sie früher war, ne? Aiko, sagtest du nicht, dass an diesem Ort Bestia gebannt seien? Ja, schon. Bitte sag mir, wo. Also, ziemlich weit unten ist eine. Dort, wo die Wurzeln zusammenlaufen. Siehst du's? Dort steht das Siegel. Ja, ich kann es sehen. Reicht Ramudia nicht, oder was? Lili, aber alleine kannst du nicht... Okay. Und auch für den Kampf. Ein erzwungener. Hätten wir jetzt Lili im Team gehabt, wären wir da nur zu dritt. Aber Lili ist ja jetzt wie weggerannt, oder? Katsching. Ob das Ding wohl auch untot ist? Wow. Konter und jetzt noch sein normaler Angriff. Ne, erstmal Zidane. Schade, der verschwendet ja gerade Mana. Ich habe bei dem, glaube ich, noch als Fertigkeit drin, dass der Mana benutzt, um seinen Angriff zu verstärken. Ey, Mahagon hat was erlernt. Einmal Ausrüstung checken. Oder noch nicht. Na, herrlich. Tolle Nummer. In solchen Momenten verliert man halt mal die Fassung. Und dann darf man auch so reagieren. Kapiert? Zidane, wir müssen hinterher. Alleine ist es für Lili zu gefährlich. Ja, schnell hinterher. Oh, da ist ein Mogri, oder? Guck mal, der Flügel. Hallo. Ein Mocky. Ein Brief von Stilskin ist gekommen, aber ich verstehe nicht, was er meint, Kupo. Von Stilskin an Mocky. Der Nebel hat sich aufgeklärt. Ist das nun eine frohe Botschaft oder ein schlechtes Omen? Was meint er bloß, Kupo? Jetzt, wo der Nebel weg ist, ist doch ein Segen für alle, oder nicht, Kupo? Wer weiß, hm? Die Augen von Vivi. Schon, hat man schon länger nicht mehr gesehen, hm? Ich hab mir die ganzen... Ist ja verrückt, guck mal die Position an. Hab mir die ganzen Mogri-Namen nicht gemerkt. Hui! Ah! Das wusste ich nicht! Ah! Upsi, den hätten wir vermeiden können. Den schnipsel ich auch raus für euch. Und schnipp, schnapp, der Kampf ist raus. Weiter geht's. Jetzt ja nicht stehen bleiben. Ja nicht stehen bleiben, sonst kommt das nächste Monster. Zidane, wir müssen zu Lili. Ist ja echt krass, aber es kommt doch gar kein Gegner. Doch, da. Ich habe schon gedacht, wir müssen einen ja ein bisschen einholen. Sonst läuft da ja gar nichts. Oh mein Gott. Ich habe dann noch rausgeschnitten, ich habe den... Stärke-Bonus hatte ich den jetzt von Zidane weggenommen. Ich bin einmal durch die Abilities gegangen. Feura. Ich hab ja noch nie zaubern sehen, oder? Hab ich das nur verpasst bisher? Oh nein, ein Trunks ist verschwendet. Ich könnte mir vorstellen, dass man gleich irgendwie gegen Kuya oder seinen Drachen oder so kämpft. Als Endboss. Und jetzt hätten wir da noch eine schöne Trunks im Kampf gehabt. 162. Das hat Vivi noch nie abgezogen. Mit seiner Nahkampfangriffkraft. Ach ja, was eine Verschwendung.
an dem kleinen Popelmonster Neutrons verschwendet. Schade drum. Aber da sind wir schon. Kennen wir doch alle. Soll bestimmt Leviathan sein, ne? Die alte Wasserschlange. Ich spüre ihre Kraft. Mit ihr kann ich vielleicht Mutter helfen. Bitte, leih mir deine Kraft. Der alte Levi. Hilft er mal. Mit Flügeln. Aquamarin erhalten. Alles klar. Oh nein! Was ist oh nein? Siehst du irgendwas am Horizont, oder? Mit dieser Bestie kann ich Mutter nicht helfen. Warum denn nicht? Wenn er niedrig genug kommt, keine Ahnung. Lilly, was ist passiert? Konntest du das Siegel nicht aufheben? Doch, und es ist eine mächtige Bestie, aber... Oh nein, es war also das legendäre Meeresungeheuer Leviathan, das hier versiegelt war. Leviathan? Es ist eine Bestie, die mit einer riesengroßen Welle den Gegner angreift und sogar ganze Schiffe versenkt. Es tut mir leid, Lilly. Oh, du kannst nichts dafür, Eiko. Aber wie kann ich Mutter denn nur helfen? Und, kriegen wir ein schönes CGI? Nein. Huch. Krass. Wie kommen denn die ganzen Monster aufs Boot drauf? Wenn Ihre Majestät denn endlich so weit... ist denn Ihre Majestät endlich so weit? Wir haben bereits unsere gesamte Munition verbraucht. Wir müssen den Rückzug antreten. Diese Entscheidung wird die Königin selbst treffen. Sofort zurück auf deinen Platz. Soldaten verlieren die Moral, das ist nicht gut. Das ist einer in Trunks, oder? Soll das so Trunks darstellen? Aber die haben doch keine Emotionen, die Marionetten. Oder heißt das, er ist voll gesammelt oder so? Eure Majestät, die Schwarzmagier sind bereit. Jetzt kann ich diesem narzisstischen Jüngling endlich zeigen, mit wem er es hier zu tun hat. Erscheine! König der Drachen, Bahamut! Dieses ganze Mana der Schwarzmagier dafür gebraucht. So ein Düsenjet ist Bahamut hier. Wäre so ein Fast-Hitter-Damage-Dealer. mit dem Make-up haben sie es bei Kuja-Wächten einen Hauch übertrieben. Mit gar keine Augen. Seht ihr das? Crazy. Ich mach mal ein bisschen lauter für euch. Aber eine Power hat er in jedem Teil. Und wie sieht er auch, oder? Bahamut hat dich bluten lassen. Aber es gehört zu seinem Plan, hä? Es gehört zu seinem Plan. Gehört habe ich ja schon so einiges. Aber dass die Kraft der Beschwörungsmagie derart immens ist. Das denkt er sich jetzt wieder. Treibt sich sie dann deswegen mit dieser Truppe von Weicheiern rum? Ich sollte ihn nicht unterschätzen. Nee, da hast du was missverstanden, Mahagon. Unglaublich, mit Bahamut kann Mutter Yakuya besiegen. Nicht wahr, Eiko? Es ist wirklich unfassbar. Aber was hast du denn? Mogu hat Angst. Sie zittert am ganzen Leib. Aber warum? Du kennst ihn doch auch. Der Drachenkönig Bahamut ist die stärkste Bestie überhaupt. Kuya hat nicht die geringste Aussicht auf einen Sieg. Sonst hätte er nicht gelächelt. Er hat einen Plan. Blut? Herrlich. Du bist einfach nur herrlich, Bahamut. Deine Schnelligkeit, deine zerstörerische Kraft, all deine Eigenschaften machen dich wahrlich zur stärksten Bestie auf dieser Welt. Und du, Brane, dein wahntrunkenes Streben nach Macht ist hiermit beendet.
Im Kerker der Seelen sollst du den zweiten Akt miterleben und deine eigene Machtlosigkeit erfahren. Schließlich ist der nächste Schauplatz deine Heimat. Und beim Finale schließlich werden wir Gaia verlassen und ich werde ihn endlich... Alles entwickelt sich so, wie ich es vorausgesehen habe. Okay, gucken wir mal, was für eine Krankenplatte. Okay, da ist das Auge. Das kennen wir aus den Erinnerungen von Lili. Okay. Was, aber was passiert? Runtergedrückt? Ausgeschaltet? Was passiert da gerade? Ja, ihn freut's, alles funktioniert, aber was bedeutet es? Dass er Bahamut auf seine Seite gezogen hat, sozusagen. Ja, das muss ein Albtraum sein. Wenn der so nah an einem steht und voll in die Fresse kriegt. Schlebam. Und jetzt hat er volle Kontrolle über Bahamut, ne? Bum, bum, bum. Und jetzt kann er ihn auch beschwören, oder was? Die ganze Sache, die ganze Intrige und alles und Brubbeldiblub und drumrum, nur damit du Bahamut in deinen Besitz kriegst. Krasse Kiste. Wir wissen zwar nicht, warum Bahamut die Person angriff, die ihn beschworen hat. Wer sagt das wohl? Aber wir fanden Königin Brane am Strand. Sie konnte sich kaum noch bewegen. Deswegen war mir klar, dass sie bald stehen bleibt. Es war Vivi. Weil ich Kuya hasse und auch Königin Brane gehasst habe, weil mir jetzt eigentlich ein Wunsch in Erfüllung ging, müsste ich mich freuen. Aber wenn ich Lilly so weinen sehe, dann kann ich mich nicht freuen. Irgendwie möchte ich auch weinen. Aber... Ach, dieser Vivi. So naiv. So schön. Tja. Aber ich höre gar nichts Stimmen. Mutter, ich bin hier. Ich bin hier. Ich fühle mich so kraftlos und leer. Dieses Gefühl ist verschwunden. Mutter. Was waren das noch für schöne Zeiten, als wir zusammen mit deinem Vater ein Theaterstück angesehen haben? Ich hatte ein erfülltes Leben. Und deswegen sollst auch du ein glückliches Leben führen. Ganz nach deinem Willen. Sie war irgendwie besessen oder sowas. Wir kehrten zurück mit dem Rettungsschiff der Königin nach Alexandria. Mit der Mutter von Lilly an Bord. Ja, ist ja jetzt tot. Damit sie da begraben werden kann in Alexandria. Ah, ist das das Grab? Ist schon 5 Schritte weiter. Oh, wie hatte ich denen gesprochen? So ein bisschen verwirrt. Prinzessin, hier entlang bitte. Ja, genau. Irgendwie so, ne? So verwirrter, aber super genialer Wissenschaftler. So in der Richtung habe ich den gesprochen. Steiner, Beatrix. Wenn das die Wirklichkeit ist, dann ist die Wirklichkeit etwas Grausames. Doch kann ich die Dinge nicht fassen, die Mutter versprochen hat. Alles ist meine... Nein, es ist meine Unfähigkeit, die an dem allem schuld ist. Ich danke euch beiden. Von nun an
ist es mein Schicksal, die Verantwortung für die Zukunft Alexandrias auf meinen Schultern zu tragen. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mir in den Stunden beistehen würdet, in denen ich dieser Aufgabe noch nicht gewachsen bin. Eure Hoheit! Was steht da? Meiner Seite. Ehre, ah. Die Ehre liegt ganz auf meiner Seite. Vielen Dank. Ich weiß, dass ich auf euch zählen kann. Zwei Sprechblasen übereinander, was haben die sich dabei gedacht? Prinzessin, dies ist ein Kranz zu Ehren Königin Branes, geflochten aus ihren Lieblingsrosen. Genau, ja, hier, nehmen Sie, leg Sie. Ja, einige Stadtbewohner haben ihn angefertigt und hier vor der Grabstätte niedergelegt. Ja, in den letzten Jahren mag sich Königin Brane sicherlich etwas mehr merkwürdig verhalten haben, aber trotz allem hat das Volk niemals aufgehört, sie zu lieben. Ja, warum denn das? Um Himmels Willen, bei den schrecklichen Sachen, die sie getan hat. Naja, manche haben es vielleicht nicht mitgekriegt. Propaganda war vielleicht gut. Mutter. Ach, Mutter. Ich werde versuchen, dich stolz zu machen. Oh. CGI. Ich glaube, das hier war mal das Ende von CD 2. Glaube ich. Ein neuer Anfang. Neue Chance. Lilly, die angehende Königin. Ja, wie man die Sorgen in ihren Gesichtsfalten sieht. Ich glaube, das hier ist jetzt CD 3. Glaube ich. Bitte legen Sie CD 3 ein. Aber wenn das der Fall ist, machen wir hier mal kurz Stopp. Also im Schnitt. So, hat mal kurz recherchiert. Es war tatsächlich das Ende von CD 3. Da müssen wir natürlich Stopp machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video genau an derselben Stelle wieder. Spannung steigt, die Gäste toben. Wird Lilly wohl, guck mal, die bewegen sich gar nicht mit dem Schiff mit. Echt skurril. Ja, halt altes Spiel, ne? Kann man nicht alles haben. Der Aufgabe gewachsen sein, das werden wir dann sehen. Bis zu, und Kuya kommt ja auch. Hier, Happy End und Begräbnis und so. Aber Kuya greift euch ja gleich mit Bahamut wahrscheinlich an. Mal ein paar Vorbereitungen treffen, oder? Los, Verteidigungsmaßnahmen einleiten, aber ganz zügig.